Guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Werkstatt-Alltag-Video aus der Halle 77. Als erstes muss ich für Licht und Sicht sorgen. Wir fangen in einem klimatisierten Mediabüro mittlerweile an. Vielleicht können wir direkt mit dem ersten Mediamenschen anfangen. Micha, magst du uns was erzählen? Ich habe eine Vespa geschenkt bekommen, in klein. Aber du hast weiße gekauft, ne? Aber guck mal, schön, das kann man sogar abmachen und das fährt. Reifen drehen. Aber wenn du nicht draufsetzt, geht die kaputt. Nee, guck mal, Lenker geht. Mhm. Und ich hab schon die Bäschen auf viele Analysen. Aber das ist keine Sprint, ne? Nee, das ist eine GTS. 2017er Vespa GTS, 125 Kubik. Das ist quasi, die ist ein bisschen breiter als meine. Hat aber einen runden Scheinwerfer und nicht so sportliche Felgen. Also der nächste Tutorial zu Vespas bekommt ihr von Micha. Richtig. Micha, hat man dein Video wohl schon gesehen, wo wir deine Vespa abgeholt haben? Das ist Sonntag. Online gekommen, ja. Ich muss zugeben, das Video habe ich mir selber reingezogen, geil geschnitten ist. Dein Schnittstil ist schon anders, als wie das hier schneidest, ne? Ja, auf jeden Fall. Und das kommt auch wirklich, also mir so richtig, wie nennt man das? Unterhaltung ist das, ne? Das ist Unterhaltung kurz, also sind halt keine 20 Minuten Videos, kurz, knackig. Und soll einfach Spaß machen. Da lernt man nicht viel. Und du schneidest gerade. Ah, ein riesen Eumel habe ich da in der Hand, ne? Svenny, auch wir machen das so. Was gibt's bei dir Neues? Am Dienstag kam ein sehr, sehr geiles Video, was hoffentlich alle gesehen haben, ne? Ja. Und eventuell gibt es demnächst im Werkstattalltag was Neues in Bezug auf mich. Kommen wir nämlich gleich zu. Hä? Nochmal? Wie? Hast du was bestellt? Ja. Ohne mit mir abzusprechen? Da bin ich mal gespannt. Mike, was gibt's bei dir Neues? Ja, das Prüfstandsvideo ist tatsächlich jetzt gerade eben fertig. Also ich bin jetzt genau am Ende. Aber du bist so genau am Ende? Wie lang wird das nächste Prüfstandsvideo? Aktuell, ich werde das natürlich noch kontrollieren, aber bis jetzt 1 Stunde und 7 Minuten. Also eine Stunde 7 Minuten erwarten die Leute jetzt, also jetzt Sonntag, 1 Stunde 7. Ich will nicht gerade, welche Autos waren da? Welche Autos? Gib mir einen Hinweis. Waren coole Autos dabei, Mike? Ah, da sind wir doch am richtigen Bild. Das reicht mir schon. Ich kann mich daran erinnern. Ford Capri. Seid gespannt. Sonntag geht's ins Prüfstandsvideo. Der Sven macht gerade, ich glaube, die Insta-Posts vorbereiten, ne? Richtig. Um mal ein bisschen Verständnis in die Mediaabteilung zu bringen. Mike, haben wir viel schon gefragt. Mensch, den sieht man gar nicht hinter der Kamera. Mike ist hier zum Cutten. Ich muss es richtig aussprechen. Ich habe es letztes Mal ein bisschen daneben ausgesprochen. Kannst du dich bei der Insta-Story dran erinnern? Mike wird die Kamera nicht bedienen. Das in Kameramann, Sven, Kind, kennen wir ja. Kamera, Sven, Kind, Micha, kennen wir auch. Die beiden werden das machen und schneiden gleichzeitig noch Videos. Werkstattalltag ist eigentlich immer dein Part, ne? Ist meine Baustelle, genau. Micha macht Baustellen, die Baustellen sind, ne? Mhm. Jetzt haben wir auch wirklich viel erzählt. Ich muss gleich dazu sagen, hier verändert sich in der Halle 77 so einiges. Mit diesem Wachstum, ihr habt ja gesehen, das 400.000 Abonnenten, Spezialvideo. Es verändert sich gerade so viel, dass ich noch gar nicht weiß, wie ich das Ganze bewältigen soll. Weil zum Beispiel freitags ist ja unser Prüfstandstag und samstags ist ja bei uns, kann man wirklich so sagen, mittlerweile die Hölle los. Wirklich die Hölle los. Ihr kommt aus allen Ecken und Ländern und Ecken und ach, keine Ahnung, überall aus Deutschland. Unser Hof ist halt nicht der größte. Unser Vermieter habt ihr gerade gesehen und hat gesagt, hey Marco, es geht so nicht weiter. Der ganze Hof voll Menschen parkt bei Björn die Einfahrten zu und da habe ich gesagt, okay, wir kümmern uns. Das bedeutet für uns, ihr seht jetzt noch hier in der Halle, Autos, Doppelauto stehen, Projektauto, Projektauto und dann steht hier überall Autos in der Halle. Wir fahren jetzt freitags und samstags die Autos, die normalerweise hier stehen immer Autos, da stehen immer Autos, da stehen immer Autos, jetzt stehen da auch Autos, aber nicht mehr unsere. Das heißt, wir machen unsere Werkstatt voll. Bedeutet aber auch gleichzeitig, dass wir nicht mehr arbeiten können. Also der Julian an einem Prüfstandsfreitag kann kaum noch arbeiten, weil wir unsere Halle vollstellen, dass wir euch Platz schaffen oder auch uns Platz schaffen für die Prüfstandsfreitage. Und samstags kommen ja wirklich viele hierher und kommen von weit weg und sagen dann zu uns, hey, ich bin extra aus der Schweiz angereicht und sind natürlich teurisch, guten Morgen, sind natürlich dann enttäuscht, wenn man nicht bei uns auf dem Hof parken kann. Und der Thomas, der mittlerweile bei uns auf die Parkplätze einweist, weiß dann auch nicht mehr, wohin damit. Und letzten Freitag zum Beispiel hat einer, da war die Tür von dem Container zu und hier mit seinem 2020er Tiguan rückwärts so weit geparkt, dass man nicht mehr die
Containertür aufmachen konnte und der Herr war weg. Der Herr war weg, der war nicht mal bei uns im Museum, sondern hat sich hier in Dortmund noch die anderen Sachen angeguckt und hat hier geparkt. Dann kommt der Björn zu mir und macht natürlich einen Riesenschrei, was ich verstehen kann, und sagt, Marco, das geht nicht, aber unser Thomas kommt halt nur von morgens 9 bis um 13 Uhr. Aber ab 13 Uhr sage ich, Thomas, du kannst abfahren, weil ich bezahle ja auch den Thomas dafür, dass der hier drauf achtet, wo er parkt. Und da merke ich jetzt gerade, kommen wir echt in Lagen rein, wo ich mir nicht zu helfen weiß, weil ich kann da nur Flächen einzeichnen, weil der Björn mir sagt, Marco, wenn das so weitergeht, wird hier keine Autos mehr im Hof kommen. Du musst dafür Platz schaffen. Jetzt muss ich aber den Thomas bezahlen und gleichzeitig haben wir einen kostenlosen Eintritt. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich freue mich riesig über euch, wenn ihr euch das anguckt. Aber wenn die Parkplätze voll sind draußen, dann müsst ihr auf der Straße leider parken. Ich kann ja keine Parkplätze zaubern und ich versuche es euch ja schon recht zu machen, indem ich sage, hey, wir zeichnen Sachen ein, wo ihr nicht parken dürft. Und zum Beispiel, ihr seht, wir sind an einem Dienstag und ihr seht, wie viele Autos hier jetzt auf dem Hof fahren und parken. Aber das Problem ist, ich muss ja auch die Halle mal wieder frei machen. Ich werde demnächst mit Nadine ein Frage-Antwort-Video machen, um all diese Fragen, wo kann ich parken, was kann ich machen, zu klären. Weil auch E-Mails überfluten uns, die fragen uns dann zum Beispiel, wie sind eure Öffnungszeiten? Da denke ich mir, Leute, guckt bei Google. Wir können doch nicht jeden Einzelnen antworten. Da zum Beispiel ist das Schild, wie gesagt, 30 Jahre alte Fahrzeuge können ja auf dem Hof parken. Dafür versuchen wir, Parkplätze jetzt zu schaffen. Und das ist dann auch kein Scherz, wenn man sagt, nein, du kannst mit deinem neuen Auto nicht auf dem Hof parken, weil dafür haben wir die Parkplätze hier vorgesehen. Und wie ihr seht, unsere Mitarbeiter parken auch alle draußen, wenn sie keine Oldtimer mit haben. Wieder alles im Frage-Antwort-Video. Das werden wir die Tage wahrscheinlich morgen drehen, dass wir da auch mal, wie gesagt, auf ein paar Fragen eingehen. So, was gibt es noch Neues? Der Eichberg Turbo Sierra ist fertig. Und wir hatten da noch ein kleines Problemchen mit dem Turbolader. Der hat so ein bisschen Öl rausgedrückt und daraufhin bin ich zum Flo gefahren und habe gedacht, komm, nimm Kamera mit, vielleicht können wir da was zeigen. Und da zum Beispiel ist alles aus dem Ruder gelaufen, aber einfach seht selbst, was ich da erlebt habe. So schnell kann es gehen. In den letzten Werkstatt-Alltagsvideos habe ich gesehen, ist das extrem gut angekommen, dass wir mal zwischendurch die Kamera mitnehmen. Ich bin gerade beim Flo bei der Ladermanufaktur. So ganz spontan habe ich ihm erstmal einen Turbolader gebracht. Den Rest könnt ihr euch denken, da wird wieder was gemacht. Und dann sagt der, Mensch Marco, hast mal Zeit? Du hattest letztens mal beim BMW gesprochen, hin und her. Und jetzt drückt er mir gerade hier so einen Autoschlüssel in die Hand. Da hinten steht das. Ich glaube, das ist ein M3. Da ist er, Flo, auch. Flo, was für ein Auto muss ich denn jetzt hier fahren? Was Auto fahre ich denn jetzt? Das ist ein ganz frischer M3 Competition. Ah, da wird doch immer oft drüber diskutiert, wegen dieser Niere, ne? Ja. Farbe ist aber schon geil. Hättest du mich vor 5 Jahren mal gefragt, die Farbe, hätte ich gesagt, hör mal, ich bin doch kein Förster oder kein Feldjäger. Feldjäger, das ist es. Aber die kommt gut. Der Flo hat mir gerade was angeboten, sagt der, Mensch Marco, auch mal neue Technik dir anzugucken. Deswegen fahren wir den M3 Competition jetzt und wir fahren zu einem Bekannten von dir, ne? Genau. Ich habe mal im letzten, glaube ich, Werkstatt-Alltag-Video gesagt, von wegen, dass ich auch vom Tim, vom Giulianos Schwager gehört habe, Mensch, die Dinger gehen richtig schnell und du kannst das bestätigen, dass man da 2 Lader drauf macht und dann geht das richtig ab, ne? Jo. Und das gucken wir uns jetzt auch an? Das gucken wir uns jetzt an. So, und dann... Boah, Sound ist ja schon mal geil. Innen gefühlt ein bisschen lauter als außen. So, ich mache euch mal eben fix hier dran, guck mal eine schöne Position, dass ihr auch ein bisschen was an Feeling mitbekommt. Also du hast den auch noch nicht lange, ne? Woche, glaube ich jetzt, ne? 2. Bist du begeistert oder gibt es schon was? Das Problem ist, dass ich bis jetzt selber knapp 300 Kilometer gefahren bin. Was ich aber direkt merke, BMW, das war früher schon so, vermittelt direkt Sportlichkeit. Und ich fahre vom Hof runter und merke sofort, das Fahrwerk gibt ein Feedback, die Automatik, alles gibt direkt ein Feedback. Was für ein Motor steckt da drin, weißt du das? Ja, das ist der S58, 3 Liter, rein 6er Biturbo. Aber du warst an der Technik, warst du hier noch nicht dran. Das Auto Nein. ist, wie es vom Werk kommt. Ganz genau. Was haben die an Leistung? 510. Ist das Soundmodul oder denkst du, das ist der echte Sound? Ich glaube, dass da irgendwie digital was unterstützt ist. Aber was ich mir vorstellen kann, da du der Mann der Turbolader bist, ich vermute, dass der irgendwann, man munkelt, vielleicht ein Upgrade bekommt. Vielleicht nächste Woche. Du hast ja schon Erfahrung mit den Motoren. Das kann dir gleich Manuel genau erzählen. Okay, wir haben schon verraten, wir fahren zum Manuel, das ist Kotte Performance, richtig? Genau. Die Motoren gibt es schon etwas länger, ne? Ja, der kam raus im X3M und im X4M vor 2 Jahren, glaube ich.
Wir haben auch schon Lader dafür gemacht. Wir wollen jetzt aber gucken, was da so wirklich geht. Das, was wir bei dem Vorgänger M3, M4 gemacht haben, bei dem S55 Motor, sind wir ja mit Upgrade-Ladern bei über 1000 PS gelandet am Ende. Und mit Stock-Motor? Nein. Okay. Also, Motor musst du dann schon machen. Aber ohne, dass du jetzt umbauen musst auf irgendwie eine riesen Single-Turbo oder sonst irgendwas, kannst du über 1000 PS erreichen. Na gut, überleg mal, 500 PS aus 3 Liter Hubraum, 3 Sechszylinder serienmäßig. BMW gibt ja hier eine Vollgarantie drauf, dass man damit wahrscheinlich auch ein bisschen übertreiben kann. Das wird schon einiges halten. Das denke ich auch. Das ist ein Allrad, ne? Ah, okay, ich dachte, wir hätten hier einen Hecktriebler. Jetzt haben wir einen Hecktriebler. Wie, kannst du das umschalten? Jetzt ist komplett 100% Hinterachse. Ich verspreche euch, ich werde da gleich mal reinrohren, was der Teufel hergibt. Wir haben auch gleich ein kleines Stückchen vor uns Bundesstraße, ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Super, ich würde sagen, dann hole ich euch gleich wieder dazu und ihr seid gleich wieder dabei. Ich weiß nicht, ob ihr dabei seid, ich hoffe, ich habe das Ganze hier auf Aufnahme. Sind Sie auf einer Autobahn und können hier einfach mal auf D voll reintrampeln. Blinker da links und los geht's. Es wird ein Serienauto wirklich schnell. Hier, was hier natürlich das Ganze noch verstärkt ist, der Sound. Der ist natürlich brutal. Ja. Ich bin extremst positiv überrascht, wie groß ein 3er BMW von innen ist, wie komfortabel das auf der Sporteinstellung fährt. Und ich, ganz klar als gesetzter älterer Mensch, sag ich jetzt mal, also ich fühle mich extrem wohl in dem Auto. Voll geil. Also ich bin wirklich positiv überrascht. Ich bin ja, was Neuwagen betrifft oder neuere Autos, einfach hinterm Mond. Ich lebe hinterm Mond. Ich kriege gar nichts mehr mit, was alles geht heutzutage. Und denke mir so, bin verfahren und sage mir, ein A8 ist das Luxusauto von Audi. Andere Leute machen einen M3, das ist ein Sportwagen, da ruckelt es, da bockt es drin. Das ist eine starre Schaltung, ein starres Fahrwerk. Das will ich nicht. Ich bin echt geflasht, was Sound so suggeriert. Ne? Also da muss ich ja sagen, beim A8, wenn der Motor aktiv ist, also wenn er im Motor läuft, das klingt wie ein aufgewärmter Rasenmäher. Also ganz, ganz fürchterlicher Sound von dem 6-Zylinder V6 Motor und da muss eigentlich eine Auspuffanlage drunter. Andersrum widerspricht es ja meinem Prinzip, dass ich so auf Elektromotoren stehe. Für mich ist das ja noch eine Unterstützung, aber ich glaube, das ist im Tuning-Teil auch sehr selten, dass jemand einen Hybriden vielleicht mal bearbeitet. Extrem ungewöhnlich aktuell. So, aber ihr habt ja jetzt gesehen, M3 Performance und du sagst, mich hat das Auto, das ist schnell, aber es ist noch nicht der Brecher. Du sagst mich gleich, das Auto, was wir gleich fahren, da werde ich anders reagieren? Ja. No, ein ganz das klares Job. Auf jeden Fall. Seid gespannt, was uns jetzt erwartet. Angekommen sind wir bei Kotte Performance. Wir gucken mal vorsichtig hier rein. Wir möchten aber keiner vor die Kamera. Mir wurde schon ein Autoschlüssel angedrückt. Hier, fahr. Ich nehme den Manuel gleich mit, ne Flo? Genau. So, jetzt seht ihr dieses Auto hier. Das soll schnell sein. Ich habe gehört, das ist auf der Viertelmeile 10-0 gefahren. Und ich sag, was? Das Teil? Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe den Schlüssel in die Hand gedrückt bekommen. Du musst gleich mal gucken, was die Karre gelaufen hat. Und der Motor Serie. Also der Motor ist nicht geöffnet? Nein. Da sind einfach Lader dran gekommen? Ein Lader. Hast du Single-Turbo? Ja, ist der B58 immer. Also du sagst, das wird mich hier schon begeistern. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Manuel, was sitzen wir jetzt hier drin? Das kannst du uns aber mal kurz erzählen. Das ist eine softe Version, sagst du jetzt gerade. Das ist ein 650 PS Meteorit-Lader. Ist jetzt 100 Oktan drin. Erstmal Kilometerstand. 213.000 gelaufen, sehe ich gerade. Motor ist ungeöffnet. Der Motor ist ungeöffnet. Das sind ja im Motor. Komplett Serie. Ja. Ich mache ja wirklich nur Oldies und ich habe gar keinen Plan mehr. Und ich höre jetzt von so vielen Leuten, was alles heutzutage geht. Und der Flo sagt, komm, jetzt fahren wir mal hierher und gucken mal. Das ist aber werksmäßig Allrad, ne? Der ist Allrad, ja. Gibt es mit Heck und mit Allrad. Würdest du, ab welcher Leistung würdest du den Allrad empfehlen? Das ist egal. Eher das, was du vorhast. Also wie gesagt, beim Andi haben wir über 1000 PS. Gut, ja. 1000 PS kommen wir mit dem Auto noch nicht. Das funktioniert noch nicht wegen dem Getriebe. Aber wir sind mit 900 PS sind wir auf die Straße gefahren, 3,88. 200. Oh, krass. Junge, das sind Zahlen. Ich muss mir gerade vorstellen, mein Viertelmeilenrennen, mein Audi Coupé hatte zu besten, wirklich zu besten Zeiten 4-1. Und das war für mich persönlich war das eine Waffe. Ich kann mich an den GTR vor 10 Jahren oder 8 Jahren erinnern, da sind wir 3-9 gefahren. Was ist denn dein persönlicher Favorit am Motor? Oder egal welches Auto, welcher Motor ist, wo du sagst, das ist der Motor, wo du sagst, da ist, steckt Potenzial drin, Leistung und gleichzeitig B58. Also der B58. Ja, ich mag den. Ja, meine Idee wäre, so ein
so ein M2 weiß und in so einem BMW 02 Look zu verpassen, so ein bisschen den Oldschool Look. Ja. Wäre natürlich schwer auf so einem Auto, aber das wäre so meine Idee, als wenn man ein Alltagsauto nimmt. Gib mal Kick, komm, bis dahin. Das Automatik, das hemmst auch richtig rein, ne? Ja, hier ist ein anderer Getriebeflash drauf. Ich sag, eher ist das bei dem BMW, Digga. Aber du merkst richtig die Gänge, das ist wie Motorsport hier. Ah, Wahnsinn, was heutzutage alles geht. Gibt's heute noch Leute, die handgerissen haben wollen? Ich habe wenig Fahrzeuge mit Schalter, also manuell Getriebe. Mittlerweile ist das einfach... Ja gut, das ist ja nur ein Wandlergetriebe. Dann gibt's ja noch einmal das DKG. Der M2 zum Beispiel, der hat ein DKG-Getriebe und das ist ein Wandler. Welches würdest du sagen, ist das bessere für dich? An dem Getriebe kann ich mehr Geld verdienen, weil wir dafür Upgrades haben. Ja. Und das DKG an sich ist komplett Serie bei dem M2, hat halt nur andere Kupplungen. Also im zweiten Gang gib mal. Ist, 90% der Leute würden sagen, 216.000 laufen, da mache ich gar nichts mehr dran, den Motor packe ich weg. Ja, so habe ich noch gekauft. Ich habe ihn gekauft mit 209.000 und habe gesagt, komm, der fliegt eh um die Ohren die erste Woche. Da haben wir direkt Hybrid draufgeschmissen, ist nichts passiert. Dann haben wir unser G35G drauf gemacht, dann sind wir damit wirklich Events gefahren und ein bisschen Spaß gehabt. Und hat er bis jetzt weggesteckt. Also ich bin davon ausgegangen, dass er auch kaputt geht, aber Kompression passt bis jetzt alles, keine Probleme, kein Ölverbrauch. Der funktioniert. Wahnsinn. Was haben die werksmäßig an Leistung? 340. Wahnsinn. Es ist echt krass, was da mittlerweile geht. Und du sagst, das ist die urbane Version und das nächste, was wir gleich fahren, werde ich dann Angst haben. Ja. Ja. Ich würde sagen, dann springen wir mal jetzt ins nächste Auto. Die erste Version habt ihr gesehen. Das ist, glaube ich, die kranke Version. Ich weiß nicht, was ihr seht. Es war so gar nicht geplant. Eigentlich wollte ich zu Flo fahren, einen Lader mitnehmen. Und er sagt, du könntest ja mal eine Runde mit meinem M3 Competition fahren. Und jetzt seht ihr, wo wir hier sind und was wir hier fahren. Ich nehme euch mal einfach mit und zeige euch mal ein bisschen was. Das sieht schon ganz wild aus, Flo. Und das wird auch ganz wild sein wahrscheinlich, ne? Wie viel PS wird das ungefähr haben? Ein bisschen mehr. Also etwas mehr. Ich kann dir mal raten. 650 überschreitet auf jeden Fall. Ne? Also ich bin ja schon der schlechteste Beifahrer. Aber ich glaube, ich habe auch Angst, sowas zu fahren. Soll ich das fahren oder soll ich da einen Beifahrer sitzen? Du musst gleich mit Manuel sprechen. Das ist auf jeden Fall kein Allrad. Ne? Kein Allrad? Nein. Dann fahre ich da auch nicht mit. Dann kannst du mit der Kamera mitfahren. Auf ich fahre den nicht. Ich fahre auch nicht, auch nicht ein. Ach du Scheiße, kein Allrad. Oh. Das hättest du mir nicht sagen dürfen, dass es kein Allrad ist. Scheiße. Aber der hat doch gute Reifen drauf. Das ist ja gar kein Allrad. Nee, da musst du drei haben. Wir gucken, was passiert. Scheiße. Oh Mann. Ja, Manuel, wir sitzen jetzt hier auf jeden Fall im krankeren Auto, ne? Ein bisschen mehr Leistung. Warum baut man ein Auto um, was nur Heckantrieb hat? Das war ja immer Step by Step. Waren ja erst nur 700 PS, dann waren es 800 PS und dann, ja, dann war... Was hatte der zu Bestzeiten? Ja, knapp 1300 auf dem Prüfstand. 1300 PS. Flo. Automatik ist auf D, aber du willst direkt auf S los, okay. Eieiei, ich höre jetzt schon die Lader pfeifen. Also hier fahren wir gar nicht im manuellen Modus, sondern hier muss ich die ganze Zeit genau. In meinen manuellen Modus, also ja. Ich muss hier schalten. Ja. Erst brauchst du nicht losfahren. Das ist zu... Also du kannst direkt eigentlich nur mit Gas starten. Ja, nee, einfach den zweiten losfahren. Könntest du den jetzt auch noch untertourig fahren, dass man den so gemütlich fährt, so wie jetzt zur Klappe und normal fahren? Oder sagst du jetzt schon, okay, bei dem Tuningstufe, wo wir jetzt sind, ja. Das ist nichts mehr, wo du definitiv mit Brötchen holen kannst? Das heißt, die Brötchen holen kannst du schon normal mitfahren. Da ich sehe ja. Jetzt schon, wir sind bei nicht mal 2000 Drehungen, der Bock nicht, der ruckelt nicht. Ja. Und ich kann Gas geben und der beschleunigt ganz normal. Also ich würde jetzt nichts merken, dass hier was Amper ist. Aber wenn die Außen. Nur solange wie du alles auf Sport hast, dann ist das. Laut. Wie heißt das? Kennlinie fürs Pedal ist dann halt sehr aggressiv. Ja, kurz. Aber hier ist zum Beispiel Motor alles aufgewählt. Hier ist alles gemacht. Alles, was geht, ist hier auch gemacht. Genau. Ich sag mal so, bis 1000 PS könntest du das noch wirklich Alltag fahren, weil dann brauchst du keine anderen Nockenwellen und sowas. Aber die Nockenwellen, die machen es halt ein bisschen, das Anfahren halt ein bisschen komisch. Okay. Aber ansonsten kannst du mit dem Auto ganz normal fahren. Es sind halt zweimal G25 Gerber drin, eigene Krümmer drin und ja, dann geht die Post ab. Wenn ihr an Flo's Auto geht, der hat ja jetzt serienmäßig 5 oder 10 PS, da wird es wahrscheinlich auch Richtung vierstellig hingehen, ne? 1000 PS ist hier.
1000 PS ist das Ziel. Genau. Was ein wilder Tag beim Flo. Das Auto, habe ich ja gesagt, geiles Teil, wirklich Respekt an das Teil, aber es hat mich halt nicht so richtig abgeholt, wo ich gesagt habe, ich bin leistungsverwöhnt, aber da ist es mir doch besorgt heute. Auf jeden Fall, im wahrsten Sinne des Wortes, der Manuel hat es mir besorgt. Wir fahren jetzt wieder zurück nach Dortmund. Bevor ich das aber mache, darf ich nochmal diesen wunderschönen Jahresgerne-Runde drehen. Das mache ich aber... Heißt das GR Jahres? Okay, ich sag's andersrum. Aber das machen wir auf Cam und ich will das auch mal genießen. Also, bis gleich. Was ein geiler Tag bei Flo. Also diese Eindrücke, die ich da erlebt habe, ist schon wahnsinnig. Was ich auch noch Neues erzählen möchte, was sich hier bei uns getan hat, nicht nur, dass wir Platz geschaffen haben. Wir haben unseren Bratwurstwagen, Waffelwagen, Kaffeewagen, nennt ihr es, wie ihr es wollt, wieder aktiviert. Und zwar, indem meine Mutter das Ganze macht. Meine Mutter hat gesagt, Mensch Marco, ich habe da Lust drauf, frischen Filterkaffee zu verkaufen und frische Waffeln anzubieten. Hier mal eine kleine Einblendung, wie das am Prüfstand Sonntag letzte Woche schon aussah. Und das heißt, am Freitag ist meine Mutter mit Freundin hier und am Samstag auch. Diese Fläche stehen hier dann Schirme und wie gewohnt könnt ihr natürlich dann hier vorparken. Ihr seht die ganzen Flächen, genauso wie da drüben werden wir dann auch wieder Platz machen. Dann gab es im letzten Werkstatt-Alltagsvideo noch Neuigkeiten, dass Nadine ihren Führerschein B196 oder 196B gemacht hat. Nochmal dazu auch zu erwähnen, wir wollen nicht schnell fahren, wir wollen nicht mit der Autobahn auf der Autobahn mit 200 fahren. Und warum habt ihr nicht direkt einen großen Führerschein gemacht? Nadine sagt, mir reicht's, wenn wir über die B1 fahren dürfen. Daher, okay, und ich habe gesagt, pass auf, du kümmerst dich um den Führerschein, ich kümmere mich ums Moped, das, was du haben willst, bekommst du zu mir zu Weihnachten natürlich vorzeitig. Tada! Da haben wir es, Nadine. KTM Duke hat sie sich für entschieden. Saugeiles Moped. Sieht aus wie eine große. Im Gegensatz zu Micha wollte ja unbedingt einen Roller. Und Nadine sagt, nee, ich will schalten. Und ich kann euch sagen,
Das Teil sieht saugeil aus. Da wird der Daniel sich noch ein bisschen dran auslassen. Ich weiß nicht, diese Maske hier werden wir wieder ein bisschen was Weißes und Orangenes einbringen. Die Originalmaske ist auch dabei gewesen. Das haben wir vom Vorbesitzer dabei bekommen. Ich weiß gar nicht, was an dieser Maske anders ist wie an dieser Maske. Das ist auf jeden Fall Nadines neues Moped. Und ich kann euch sagen, soundmäßig, komm, wir schmeißen sie mal an. Das hört sich auf jeden Fall an wie eine große. Auspuff mit EG-Zulassung. Nadine winkt schon. Wir gehen mal rein zu Nadine, was es da Neues gibt. Nadinchen! Wie, ich habe nur mal der Leute gezeigt, wie dein neues Moped klingt. Das ist aber laut, ne? Ich hätte dir das auch vorführen können. Bist du zufrieden mit deinem Moped? Auf jeden Fall, schönes Ding. Ja, hat Spaß gemacht, auch damit so eine Runde zu fahren. Heute Morgen waren wir noch bei mir, Passbilder machen, dass der Führerschein umgeschrieben wird, dass du es fahren kannst. Ne? Genau. Ja, was gibt's sonst Neues? Da einmal. Ach ja, haben wir ja auch drüber gesprochen. Aber Marco, nur im Shop, nicht versenden. Ganz viele, es ist wirklich so, also viele sagen ja, aber ganz viele haben mich gefragt, wo bekomme ich das? Ja, nein, es ist wirklich so. Leute haben mich beim Autoputz gefragt, hey, was benutzt du da? Kann ich das mal abfotografieren? Ich sage, klar. Und dadurch, dass das wirklich öfter jetzt mal nachgefragt wurde, haben wir uns entschieden. Ihr wisst, ich bin nicht so der Mann der großen Worte und hier... Der Werbungsmensch. Ja, genau. Ganz einfach, das Zeug ist gut. Ich benutze es wirklich, bin damit sehr zufrieden. Detailer und Mikrofasertuch, die Mikrofasertücher in Verbindung mit dem gibt es zu dem Preis hier nur vor Ort. Ne? Also es gibt es nicht jetzt zum Verschicken, wir werden es auch nicht zum Verschicken bieten und wollen mal gucken, wie das hier vor Ort angenommen wird. Was ist das? Hat einer gerade mitgebracht. Wie? Futter. Ja, Futter. Oh, das ist Kirsch, gedeckter das, Kirschkuchen. Ja, ja, ja. Das ist Nussecke. Mhm. Aber Nadine, das wird doch immer enger. Marco, du kannst doch zugucken. Wir essen das schon. Boah, das ist aber lieb, ne? Ja, Community cool. Ist eh ja, wirklich, ja. Haben wir ja schon gesagt, geil. So, dann gibt's noch Neuigkeiten. Wir gehen mal rüber zu Suse. Die Suse entgittert hier gerade Aufkleber. Und das ist ja eigentlich gar nicht dein Job, den du hier mal machen wolltest. Unsere Firma hat sich ja, oder die Halle 77 hat sich ja in der letzten Zeit so extrem geändert, dass wir von der Autowerkstatt, die wir mal waren, Autohandel, die wir mal waren, wir haben dich aber nur mit deinem Kundenstamm. Und diesen Kundenstamm konnten wir ja gar nicht halten, weil wir in der Werkstatt einfach keine Zeit hatten, Kundenfahrzeuge zu machen, gleichzeitig unsere Projekte, dann geeignete Mitarbeiter zu finden. Und irgendwann bist du aus deinem Job so langsam rausgeglitten, kann man ja wirklich so sagen, dass du nur noch hier stehst und denkst dir, okay, ich habe keine Kundenaufträge, ich habe keine Teilebestellungen mehr. Und du machst nur noch die Prüfstands-E-Mail-Anfragen. Und das ist ja auch nicht das, was du immer wolltest, sondern du wolltest in deinem Job bleiben und hast gesagt, Mensch, ich will eine Autowerkstatt, ich will jetzt zum Beispiel eine Motorradwerkstatt, Ersatzteile, Kundendienstannahme haben und deshalb wird die Suse uns verlassen im Guten. Der Ascona von Jakko, es bleibt natürlich alles hier stehen, wir sind auch nicht verstritten, es ging ja auch nicht um Bezahlung oder sonstiges, aber wir haben uns hier so verändert, dass wir einfach sagen können, wir machen ja keine Kunden mehr. Und die Suse wollte halt das machen, hat ein Top-Angebot bekommen für eine Motorrad, ich glaube Motorrad, ne? Ja, Motorradwerkstatt. Motorradwerkstatt. Und da ist sie dann ab 1.10. Das heißt, die Suse verlässt uns also und freundschaftlich ist alles ganz normal. Also ihr braucht euch gar nicht, wollte ich gerade sagen, der Ascona bleibt hier stehen, der Prüfstand bleibt hier. Da habe ich auch schon Fragen gesehen. Im letzten Werkstattalltag-Video habe ich wohl gesagt, dass der Prüfstand mal in die Werkstatt kommt. Das habe ich im Prüfstandsvideo gesagt. Da habe ich gesagt, dass wir die Prüfstände vergleichen. Und was die messen, die Prüfstände? Ja. Und anschließend kommt der unter dem Ascona von Jakko und bleibt als Erinnerung weiter hier stehen. Daran wird sich auch nichts ändern. Deshalb, das gibt auch noch eine Neuigkeit. Ist für uns natürlich, das bedeutet, wir brauchen buchhaltungstechnisch, hast du ja bei uns auch gemacht, werden wir uns demnächst auch drum kümmern. Das zum Thema Suse Werkstatt. Ich habe jetzt, glaube ich, ganz schön viele Neuigkeiten gebracht. Und eine Neuigkeit gibt es auch noch. Und zwar der Sven. Da läuft ja öfter mal samstags auch hier rum. Und ich habe gesagt, Mann, Sven, mach doch mal den rasenden Reporter. So wie bei Carla Kolunda, die rasende Reporterin. Mach mal Sven den rasenden Reporter. Und vielleicht können wir daraus so eine eigene kleine Videoreihe, eine unregelmäßige Videoreihe machen. Aber schaut selbst, was der Sven mal vorbereitet hat. Marco hat schon seit längerem eine Idee für ein neues Format, in dem wir euch eure Autos aus der Community mal so ein bisschen näher bringen und euch zeigen, womit ihr uns hier so besuchen kommt. Jetzt ist er gerade nicht da, trotzdem
trotzdem haben wir eine absolute Granate, meiner Meinung nach, gerade auf dem Hof stehen. Und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Deswegen würde ich sagen, gehen wir fix runter und schauen uns das Ganze mal an. Ja, dann erstmal danke dafür, dass ihr dabei sein wollt oder ich euch jetzt einfach angequatscht habe. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Franzi und Hendrik, wir kommen aus Bayern, aus Ingolstadt. Ich komme daher. Ja, ich eigentlich nicht. Ich komme ursprünglich aus Oldenburg. Ja, da sind wir gerade auch auf dem Weg hin. Wir machen quasi einen Roadtrip. Ja, was habt ihr uns Schönes mitgebracht? Womit seid ihr hier? Ein Porsche 964, ne? Luftgekühlt, Heckantrieb, Handschalter und Sperrdifferenzial. Ja, so ein bisschen so mein Traumwagen, die klassische Porsche-Form noch, ne? Aber schon kann man schon ganz gut auch im Alltag oder ja, hat schon ganz gutes Fahrverhalten. Ich habe gesehen, so ein bisschen was ist dran verändert. Hast du das selber gemacht? Oder? Ja, teilweise. Also war schon einiges, war schon gemacht. So. Ich habe dann noch die Räder drauf gemacht, die WBS-Räder und die roten Gurte und so und die orangenen Blinker und so ein paar Sachen wieder drauf gemacht. Aber Fahrwerk und Sitze und so, war schon viel gemacht. Okay, was für Sitze fährst du? Die Recaro, die Pole Position. Dann habe ich gesehen, du hast ziemlich ausgefallene Fußmatten. Ja, genau. Da musste quasi der Spielteppich von meinem Junior dran glauben. Ja, und weil es ja nicht so richtig gute Fußmatten gab. Ich hatte welche gekauft und die haben nicht gepasst. Und dann habe ich einfach, schneide ich selber welche. Welche Farbe ist das? Die sieht man auf alten Porsche irgendwie. Es ist Amethyst, ja, Perleffekt. Mhm. Kommt jetzt, scheint die Sonne leider nicht. In der Sonne kommt es richtig gut. Ja. Es ist kein Sternrubin, ne, das viele gerne haben wollen, aber trotzdem eine sehr schöne Farbe. Damit habe ich es, glaube ich, verwechselt gerade, genau. Ja, passt auf jeden Fall. Bombe mit den goldenen Rädern. War das alles so deine Idee quasi, wie du das haben wolltest? Ja, es ging schon, die goldenen Räder war schon so meins und so. Die Farbe ist die Originalfarbe, ab Werk, aber wurde dann schon mal neu lackiert. 2016. Das Lenkrad hast auch du reingebaut, oder? Nee, das war schon drin. Das war schon drin, okay. Genau. Also der Vorbesitzer war auch so ein bisschen ganz genau Tuning-affin. Ja. Ja, sehr cool. Wie lange hast du den jetzt schon? Ah, den habe ich noch gar nicht so lange. Den habe ich ein gutes Jahr. Ich hatte vorher einen Nachtblauen und dann, weil es schon immer mein Traumwagen war, und dann habe ich den gesehen. Der war mal ganz bunt beklebt, wie so ein Cup-Auto. Mhm. Und dann sind wir gleich am Wochenende Richtung Dresden gefahren und haben den gekauft. Dann hatte ich kurz zwei. Ja, und dann musste da eine leider gehen. Aber so wie er jetzt da steht, war es schon immer dein Traumauto. Ganz genau. Sehr cool. Ja, dann danke euch. Vielen Dank. Und gute Weiterfahrt. Danke, danke. Sven, der rasende Reporter, was soll ich sagen? Geile Nummer hat er da gemacht. Finde ich interessant, wenn auch meine Mitarbeiter sich mal die Kamera schnappen und ein Interview machen, so wie wir es jetzt gerade gesehen haben. Marco! Ja? Warte kurz. War wieder sehr zwischen Tür und Angel und lieblos. Neu. Ach, haben sich viele gewünscht, ne? Ja. Hast du in weiß gemacht. Jetzt gibt es Sechszylinder-Kult. Für den Sommer, ne? Hilde! Ja, alle da. Das war's schon. Kann ich dir helfen? Ja, ich hole den Kadett ab. Ah, okay, ja, cool. Komm mal. Der weiße Kadett, den wir zum Verkauf angeboten haben, oder was? Falsch. Wir haben den nie zum Verkauf angeboten. Wir haben es in einem Video erwähnt, dass wir ihn verkaufen würden für 6.500 Euro. Viele von euch haben gesagt, das geht ja gar nicht. Du musst den irgendwo bei großen Webseiten drehen. Auch das geht. Und ich sage euch, das muss man ganz... Es ist nicht einfach, bei uns ein Auto zu bekommen. Das war schwierig. Und man hört, ich suche mir wirklich den Käufer aus, weil ich möchte, dass man die Geschichte versteht, dass es ein Oldtimer ist, dass die lange gestanden haben. Beim Kadett hast du das Video gesehen. Haben wir einen Motor zusammengebaut, dann haben wir Reifen neu gemacht und. Und das kann jederzeit eine Kleinigkeit passieren. Und wenn ich dann die Aussage höre, ja, übrigens, ich weiß es, gesetzliche Gewährleistung muss ich als Händler geben. Ich weiß das alles. Aber auch andersrum kann ich mir einen Käufer aussuchen, der das versteht, dass ein Auto 40 Jahre lang teilweise gestanden hat. Das ist dir alles bewusst, du fährst viele Oldtimer, du kaufst dir ein Hobby. Und das ist natürlich Sachen, wo wir sagen, hey, das passt zu uns, das passt zur Halle 77 und deswegen hast du dieses Auto bekommen. Und ich habe sogar geraten, du kommst vorher. Südbaden, das sind wie viele Kilometer? An der Schweizer Grenze. An der Schweizer Grenze? Knapp 600. Du wolltest ja eigentlich auf eigene Achse fahren. Ja, ja. Und da habe ich dir von abgeraten, weil wir auch nicht wissen, kann so ein Auto 600 Kilometer direkt am Stück? Ich fange immer an, wenn wir ein Auto wiederbelebt haben. Den ersten Umkreis 20 Kilometer, den nächsten Umkreis 40 Kilometer. Und beim Ford Fiesta, wie oft sind wir schon liegen geblieben, dass sich Kleinigkeiten in Umkreisen aufbilden. Und deshalb bist du mit... Gell?
Genau, aber beim Kadett weiß ich, haben wir viel gemacht. Tank erneuert, Reifen erneuert, der Motor ist ja eh komplett neu. Von daher wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß mit dem Auto. Alles Weitere machst du jetzt mit Nadine. Ich danke dir auf jeden Fall. Viel Spaß mit dem Auto. Danke, ciao. Ja. Jetzt habt ihr wirklich einiges gesehen und es kommen Sachen vor. Wie gesagt, der weiße Kadett verkauft. Museumsmäßig hat sich nicht viel verändert. Hallo. Der Cossi steht jetzt hier in der Halle. Da hinten haben wir auch ein Video zu gemacht. Seicento Turbo. Kommen wir später mal zu. Aber ich merke schon, es wird wirklich viel zu lang, viel zu viel erzählt, zu viele Einblender. Wir sehen uns einfach in 2 Wochen zum nächsten Werkstatt-Alltagsvideo. Bis dahin. Ciao.